Zuletzt bei Super Paper Mario. Im Außenbezirk von Flippstadt konnten wir die nächste Herzsäule finden und dort das reine Herz einsetzen, um die dritte Welt zu betreten. Eine Pixelwelt, in welcher unser Pixel Tippi direkt von einem riesigen Nerd-Chamäleon mit dem Namen Konrad entführt wurde. Dank eines Pixels, welches sich im Busch versteckt hat, erhielten wir allerdings einige Geheimnisse, wie wir zu Konrads Versteck kommen, um Tippi zu retten. Das werden wir tun. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Paper Mario. Schön, dass ihr wieder hier seid. Wir sind mitten in der Pixelwelt und hier ist richtig verrückt. Das ist lustig. Oh, hier ist einfach Magi-Cooper. Bro, was geht? Und es ist sehr, sehr spannend, was hier los ist. Tippi wurde uns entführt, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Von diesem Konrad-Chamäleon. Richtig skurril, was hier abging. Und hier sind auch richtig viele Gegner. Oh, du bist auf dem Weg zurück nach Flippstadt. Was? 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 What the fuck? Der hat mich zurück nach Flippstadt gebracht. Muss ich jetzt alles von vorne machen? Also welchen Progress habe ich denn noch und welchen nicht? Da unten ist ein Blatt. Oh, es ist verschwunden. Shit, ich habe nicht gewusst, dass Gegner auch Items droppen können. Wie asozial ist das denn bitte? Okay, ich meine, wir sind jetzt schon wieder hier. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem. Sehr skurril. So, zwischen die Röhren muss ich mich fallen lassen, um weiterzukommen. Okay, der hat mich jetzt böse geheatet. Ich werde dann gleich mal hier ein Heil-Item verwenden. Ich habe ja hier was gekocht. Beziehungsweise das kochen lassen. Dann essen wir jetzt einfach hier diesen... Oder wir essen einfach den Pilzmix. Das andere stellt nämlich 30 KP her. Oder so viel haben wir noch nicht mal. Und schaut mal, das hier sind alles so Pixelfiguren. Das sind irgendwelche Dudes, irgendwelche Strichmännchen, die irgendwelche Posen darstellen. Crazy. So, und du machst direkt einen Abflug, bitte. Oh! Wir kriegen direkt ein Level-Up für den Dude. Maximale KP um 5 gestiegen. Dafür, dass wir diesen ehrenlosen Gegner erledigt haben, haben wir uns das Level-Up, finde ich, auch auf jeden Fall verdient. So, immer schön auf den Dude drauf. Und schön die Punkte einsammeln. So, und jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Ich könnte in die Röhre. Aber irgendwie würde ich auch ganz gern... Kann ich auf diese Strichmännchen drauf? Ja, kann ich. Würde ich auch gerne auf diesen Block da drauf. Ja. Oh, und das führt mich zu einer Truhe. Mit einer Piranha-Pflanzenkarte. Sehr schön. Ich kann es ja noch nicht auf die drauf hüpfen. Aber das ist okay. Oh, schaut mal. Das bringt mich sogar in den Hintergrund. Die Röhre im Hintergrund habe ich erst jetzt gesehen. Mmh. Ich habe jetzt mehrere Röhren, die ich verwenden kann, um wieder zurückzukommen. Nee, habe ich nicht. Weil ich hier nicht hochkomme. Alles klar. Das heißt, ich kann nur die hier nehmen. Und wo bringt die mich hin? Okay, in eine Untergrundsektion. Mit einer Truhe. Die nehme ich doch gern mit. Oh, ein Item. Trifft Gegner mit Blitzen. Sehr schick. So, und ansonsten ist hier erstmal nichts. So, traut ihr euch hier runterzukommen? Ja, trauen sie sich. Sehr schön. Oh mein Gott, die halten sogar mehr aus. Sehr interessant. So, ich glaube, das ist der echte Gegner. Verdammt, ich komme nicht an den ran. Wie bringe ich die dazu, mich anzugreifen? Ich meine, die klonen sich jetzt dauernd. Pff. Ja, ich treffe Gegner. Und ich glaube, ich habe auch den echten einmal getroffen. Aber... Shit, okay, ich habe den echten, glaube ich, nochmal getroffen. Jawollo. Boah, ich habe richtig viele Leben hier verloren. Ich habe richtig viele Leben hier verloren. Oh mein Gott, vielleicht hätte ich einfach die Blitz-Item-Karte einsetzen sollen. Aber jetzt geht es wirklich durch den Hintergrund wieder zurück.
Sehr spannend. Die Frage ist halt, wofür das Ganze? Wahrscheinlich für das Item hier, oder? Ja. Du hältst den Eishauch. Triff den Gegner mit einem frostigen Hauch. So, wenn ich jetzt hier runterhüpfe. Oh, kriege ich hier Damage. Okay. Hm. Alles klar. Dann soll man sich, glaube ich, so spätestens jetzt fragen, okay, wo geht's weiter? Aber wir haben ja beim letzten Mal den Tipp bekommen, dass wir uns zwischen die roten Röhren fallen lassen sollen. Und selbstverständlich werde ich dann natürlich genau das jetzt tun. Auch wenn ich jetzt wieder nur 7 Leben habe. Und deshalb, obwohl ich jetzt gerade ein Level abbekommen habe, was eigentlich meine Leben erhöht hat. Läuft alles noch nicht so Bombe hier. Yo, der hat mich einfach abgecampt. Was ein Arsch. Ja, da komme ich, glaube ich, fast nicht dran vorbei. Jetzt gleich mein Item einzusetzen, ne? Okay, ich vertraue jetzt einfach mal hier drauf. Und lass mich jetzt hier droppen. Was soll's. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Sehr geil. So, scheiß drauf. Auch wenn ich mich ein bisschen mies fühle, das jetzt einzusetzen. Genau dafür haben wir es gemacht. Exakt dafür haben wir es gemacht. So. Wir gehen instant drauf. Oh, hier ist wieder so ein Pixel Mario Bros Item. Mit dem wir so super strong werden. Oh, ich könnte theoretisch schauen, ob ich da hochkomme irgendwie. Hm. Cash? Ist das Level 1-2 aus Mario Bros? Spielt sich auf jeden Fall irgendwie fast so. Moment, jetzt muss ich die hier wegmachen. Um dann da hochzukommen, genau. Und ich meine, theoretisch wäre hier oben ein Secret Exit im Originalspiel. So, ich erledige auf jeden Fall irgendwelche Gegner hier. So, sehr schön. Oh, hier geht's rein. Boah. Ich verliere hier langsam echt die Übersicht, Mann. Sieh mal an, hier ist eine Superfangkarte. Hallo. Fängt die Seele eines Gegners? Klappt fast immer. Geil. Sehr, sehr stark. So, dann drehen wir das mal wieder kurz zurück. Ich habe jetzt vorhin noch gar nicht in die dritte Dimension geguckt. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verpasst. Ich vercheck in letzter Zeit ein bisschen, häufiger mal in die dritte Dimension zu gehen. Ich schaue jetzt hier mal nach. Ah, da hätten wir... Da sind auf jeden Fall Enemies in der dritten Dimension. So, jetzt muss ich mich nur kurz wieder zurückverwandeln. Sonst kriege ich hier noch auf die Fresse. Ich muss jetzt kurz schauen, Freunde. Einfach die Gründlichkeit. Der Gründlichkeit halber. Nee, aber alles gut soweit. Okay. Sieht nichts aus, als ob wir bisher was verpasst hätten. So, einen Pixel Mario habe ich noch. Ist bloß die Frage, ob er jemals wieder zu mir kommen wird. Ja, da ist er. Geiler Typ. So, euch spreng ich, weil ihr mir auf den Sack geht. Und ich aktuell noch nichts gegen euch tun kann. Und das nervt mich. Außer das. Ihr bringt ja nur 100 Punkte. Aber selbst die 100 Punkte sind es mir wert. Und jetzt hat mein Mario Bros. Einen Abflug gemacht. Oh, ein Pfirsich. Du hältst Pfirsich. Ein saftiger Pfirsich heilt 10 KP und Vergiftung. Den werde ich direkt mal beim Kochen abgeben. Aber sowas von safe. Da kriegen wir auf jeden Fall... Also ich muss bei Items jetzt vor allem halt immer drauf achten, ne? Wo kriege ich neue Rezepte? Und die Röhre sieht man gar nicht im Zweidimensionalen. Oh. Das ist mein Secret. Da sage ich doch nicht nein. Und hier kann ich jetzt schön mir alle Blöcke in die zweite Dimension holen. Und dann finden wir mal raus, was es jetzt hier für uns gibt. Münze. Münze. Aha. Sehr geil. 20 Leben und vor allem auch gut Punkte. Und nochmal eine Münze. Sehr schön. Allein schon für die Punkte und für den 20-Leben-Pilz hat es sich gelohnt, hier runterzugehen. Ich mag solche Items. Ich finde das sehr, sehr geil. So, und jetzt, ich glaube, dass wir jetzt hier nach oben müssen. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. So. Yes. Okay. Das muss irgendwas bringen, Freunde. Das muss irgendwas bringen. Oder? Es bringt halt legit nichts. Krass. Krass. Man kriegt nichts dafür. Die geben einem wirklich nichts dafür. Für so geilen Entdeckersinn. Das ist fies. Das ist fies. Okay, nicht so schlimm. So, zack. Du machst meinen Abflug. Oh, hallo. Nochmal 1000 Punkte. Und ein bisschen Cash.
So, ich meine, ich kann es auf jeden Fall auch noch hier hoch. Das ist der Secret Exit. Ja, das ist sogar mit den drei Röhren wie bei dem Secret Exit. Wie geil. So. Sonst scheint hier aber nichts mehr zu sein. Oh, hinter der Röhre vorne sind Münzen. Ja, aber was mache ich jetzt? Nehme ich den normalen Exit? Nehme ich diesen hier? Ich habe keine Ahnung, ob das klug ist, was ich hier mache. Okay. So, da ist eine Truhe. Okay, wir kriegen auf jeden Fall ein paar schöne Boni, die ich mir gerne mitnehme. Eine silberne Karte. Kamek-Karte. Rit. Okay. So, und über diesen Block komme ich dann wieder hoch. Ist jetzt in jedem der drei Röhren so ein kleiner Secret-Raum mit irgendwelchen coolen Items? Das würde ich ja. Das ist ja mal mega cool. Da wird man sogar dafür belohnt, wenn man Level 1, 2 aus Mario Bros. Kennt. Oh, aber hier ist. Okay. Was ist hier? Ist hier das Level bald vorbei? Ich traue dem Ganzen hier noch nicht, Freunde. Ich komme nicht mehr zurück! Oh, was soll das denn? Jetzt habe ich ja gar nicht die Chance bekommen, alles zu erkunden. Oh, wer bist du? Oh, what? Die haben mich jetzt hier die Mangel genommen. Und da ist auch ein Loch. Bringt das was? Ich check das gleich mal ab. Nee, es ist einfach nur Damage. Okay, da brauche ich doch Safe. Entweder Wofowitz. Oder. Ja. Aua. Oder den Bomben-Dude. So, zack. Hier, die alle, die schön weggieten. Alter, wo kommt ihr denn her? Ihr seid immer richtig fies. Alter. Aber kriege ich wenigstens schöne Erfahrung für die? Ich kann mich teilweise nicht gegen die wehren, ganz ehrlich. So. Ja. Das nochmal 300 Damage. Brrr. Was für fiese Zeitgenossen. Holy shit. Ey, dieses Level hat es ganz schön in sich. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt bin ich wieder hier. Und da oben habe ich sogar noch irgendwas spawnen lassen. Okay. Ey, das ist ja mal so confusing. Aber dann kriege ich jetzt immer noch die Chance, Röhre 3 zu nehmen. Wo bringt mich das hin? Ey, ich muss unbedingt den Überblick irgendwie behalten. Okay, ich komme hier oben raus. Das ist das Level. Nee. Jetzt bin ich ganz oben, da wo ich da überhaupt erst reingekommen bin. Na, unter mir wären jetzt die zwei roten Röhren gewesen. Nee, okay. Dann ist das hier schon, glaube ich, der Exit, den ich haben will. Und ich werde jetzt hier auf jeden Fall nochmal speichern, weil diese Enemies hier echt viel Schaden machen. Ich habe keinen Bock, jetzt hier noch irgendwie Game Over zu gehen oder was weiß ich. Ihr seid so fies, wisst ihr das? So, immer schön weggeheat, ne? Ich kann sie ja leider nicht scannen, weil wir Tippi nicht haben. Das ist das Problem. Sonst könnte ich die mal scannen und dann würden wir vielleicht noch irgendwas über die rausfinden, ne? Und da ist das Schloss, von dem die Rede war. Stopp! Das rote Kreuz, Freunde. Das rote X. Ja du, das hier ist Bowsersburg. Und seine Mürrischkeit mag es nicht, wenn Typen wie du hier herumturnen. Ich werde jetzt eine neue Nase verpassen mit meinem Panzer. Auf geht's, Jungs! Ja! Jetzt geht's rund. Ist das so? Ah, jetzt zack. Und ich wollte hier Wofowitz werfen. Ja, so. Das war's mit dir, Bro. Der lebt noch? Okay. Der lebt immer noch, ne? Da oben ist so ein Blatt. Sehr schön, das war's mit ihm. Cooperblatt, ein dickes Blatt, das Schaden um die Hälfte reduziert. Oh, jetzt muss ich was rauswerfen. Ja, dann werfe ich den Fehlschlag raus. Oder wartet, stopp. Ich werfe das Cooperblatt kurz raus. Dann esse ich den Fehlschlag kurz. Auch wenn es nicht viel bringt. Und dann nehme ich den Pfirsich hier wieder mit. Aber den Pfirsich will ich auf jeden Fall, will ich auf jeden Fall braten. Oh, da kommt ein Kugel-Rilly. Ach du Scheiße. Was geht denn hier ab? So, wir müssen wieder auf das rote X achten, Guys. Kann ich dich hochnehmen? Ja, kann ich. Und dich da drauf werfen? Ja, kann ich.
Kann ich dich hochnehmen? Lol, kann ich halt sogar echt. Bam. Macht das ihm Damage? Nee, macht das halt nicht mal, ne? Da ist das rote X. Ah, da kann ich sprengen. I get it. So, sehr schön. Okay, jetzt komme ich da aber nicht mehr hoch. Doch, wartet. Okay, ich kann auf jeden Fall die Kanonen hier nehmen, um Schaden zu machen. Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie der rasiert hat? Was zur Hölle? So, und da ist das rote X, auf was wir achten müssen. Eindeutig ein Spot für Kabumso. Lol. Das ist ein Mario World Easter Egg. Weil man da ja auch das Schloss sprengt oder die Türme sprengt. Nachdem man die Koopalinge besiegt, jetzt taucht hier einfach Bowser auf. Was zur Hölle? Ach, wurde meine Burg gerade in die Luft gejagt? Das darf nicht wahr sein. Hey! Dieser Bart kommt mir bekannt vor. Mario und Prinzessin Peach. Mario, 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 jedes Mal. Wie oft willst du eigentlich noch hier eindringen und alles vermasseln? Ah! Da hat der Peach weggeeatet. Kommt es zu einem Bossfight? What the fuck? Aber diesmal begibst du dich in eine Welt des Schmerzes. Diesmal endet es hier und jetzt ein für alle Mal. What? Okay, chill mal. Nehmen wir auf jeden Fall mal Wofowitz an der Stelle. Mit dem fühle ich mich safer. Kann ich den Dude hochnehmen? Ja, kann ich. Aber es bringt mir nicht viel. Ich kann auch nicht auf ihn draufhüpfen. Okay, der Typ bietet mich komplett, Guys. Okay, dann vielleicht Kabumso? Ja, Kabumso it in, Guys. Jetzt, oh, der zieht sich nämlich wieder. Okay, jetzt muss ich auf mein Item zurückgreifen. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Oh mein Gott, ich bin so bad. Kickst du den Panzer, rammt er deine Gegner. So, der Geist, ich hab nichts mehr zum Heilen. Außer diesen Pfirsich, aber den will ich nicht verwenden. Doch, ich muss. So. Ich weiß noch nicht genau, was ich gegen den Dude tun soll. Oder vielleicht dritte Dimension? Bin ich hier safe? Nee, nicht so ganz, ne? Hä? Ich kann ihn halt auch nicht scannen. Jetzt klemmt er mich ein. So, jetzt habe ich ihn nochmal erwischt. Oh boy. Nein, ich hasse Mario. Das ist nicht fair. Mario. Ich habe keine Ahnung, was ist hier die richtige Variante, weil ich glaube, ich habe sehr schlecht gekämpft. Bist du in Ordnung? Ah, Prinzessin Peach. Meine entzückende Gattin. Deine Gattin? Bitte, wirst du mich veräppeln? Wie kannst du diesen Tag noch vergessen? Dieser Schwindel war keine Hochzeit. Was machst du überhaupt hier, Bowser? Woher soll ich das denn wissen? Ich war in dieser Burg des Grafen eingesperrt. Und dann plötzlich rums. Ich und die Lakaien kamen in diesem Feld wieder zu uns. Wir haben dann diese Burg gefunden und ich habe beschlossen, dass dies ein passender Ort für mein neues Hauptquartier ist. Nun, Bowser, weißt du, wir brauchen deine Hilfe. Wieso schließt du dich nicht einfach uns an? Ein Moment. Was? Knickwitz hat uns nur verheiratet, damit dieses dunkle Herz die Welt zerstört. Genau. Und deshalb musst du uns auch helfen, die reinen Herzen zu finden. Nein, dazu habe ich wirklich keine Lust. Wenn du mich bitten würdest, könnte man mal darüber reden. Aber diesem Typen mit der Rotzbremse helfe ich nicht. Diese Kindereien haben wir keine Zeit. Komm schon, Bowser, bitte. Aber ich bin Bowser. Der großartige, einzigartige Endgegner, der sehr bald die Welt unterjochen wird. Diesem Mario helfe ich auf keinen Fall. Der durchkreuzt mir jedes Mal meine Pläne. Bitte, 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 bitte. Nur für mich? Nein, ich will nicht. Wie war das? Wenn der Graf erfolgreich ist, gibt es keine Welt mehr zu regieren. Und was geschieht wohl mit deinen Lakaien, die der Graf sich geschnappt hat? Sie haben eine Gehirnwäsche erhalten. Sie gehorchen jetzt ihm und nicht dir. Wisst du, dass sie sich für einen anderen grausamen Meister quälen? Aber, wieso? Also gut, dann mache ich eben bei dieser blöden Sache mit zufrieden. Vielen Dank, Bowser. Du kannst ja richtig süß sein. Ich bin nicht süß. Und die Rettung irgendwelcher Welten kümmert mich nicht.
Tu das, damit ich eines Tages über alles herrsche. Bleib also auf Distanz, Mario. Na gut, Bowser, du großer, süßer Kerl. What the fuck? Was sind das für Dialoge? Aber Bowser hat sich uns angeschlossen. Kontrollierst du Bowser, drücke auf dem Steuerkreuz nach unten, um Feuer zu spucken. Verwende die Attacke, um Gegner aus dem Weg zu räumen. König Bowser! Eure Mürrischkeit verlassen uns? Was? Ja, na kein. Halte die Burg bis zu meiner Rückkehr. Euer neues Hauptquartier ist bei uns in sicheren Händen, König Bowser. Es scheint, dass Graf Knickwitz eine Göre Lakaien einer Gehirnwäsche unterzogen hat. Sie werden wohl gezwungen, euch anzugreifen. Und daher solltet ihr kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euch verteidigt. Wir würden ja gerne mitkommen und helfen, aber wir würden sicher nur im Weg stehen. Nicht wahr, eure Boshaftigkeit? Zeigt es diesem Grafen. Ja, dieser feine Schnösel schreit hier geradezu nach einer Abreibung. Lang lebe König Bowser! Wir werden euch vermissen, eure Grießgrämigkeit. Party! Lakaien! Dann mal los! Holen wir uns dieses wertvolle Herz, oder wie auch immer es heißt. Los jetzt! What the hell? Wir spielen einfach freaking Bowser. Er ist nicht gerade schnell. What? Das Level ist hier schon vorbei? Ach, come on. Ey, aber so stark, Freunde. Es ist so gut inszeniert. Ein Easter Egg nach dem anderen. Ein cooles Secret nach dem anderen. Es wird halt wirklich nicht langweilig. Okay, hier ist nichts mehr. Hier waren wir ja schon. Geil. Einfach nur wirklich, wirklich, wirklich großartig. Dieses Spiel begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Anders kann man das nicht sagen. Ende des Kapitels. Natürlich möchte ich speichern. Mit Bowser in der Gruppe ergab dies ein eher ungewöhnliches Trio. Peach versuchte, ihnen die Aufgabe zu erklären, aber sie verwirrte ihn nur. Als Mario voranging, sah er etwas, das ihn abrupt zum Stehen brachte. Was ist denn, Mario? Fragte Peach, als sie sich umdrehte und das weite Blau sah. Die großen glänzenden Wellen des Kachelmeeres zogen sich hin, so weit sie sehen konnten. Fort Konrad musste sich irgendwo hinter diesem Meer befinden. Na, wie hat der Pixel gemeint? Erst die Burg, dann das Meer und dann der Baum. Blooper Ahoy! Yo, bei Ozean Level muss ich irgendwie immer an Sticker Star denken. An die dritte Welt, wo man am Ende gegen den Blooper kämpft. Unter Wasser sogar das Level. Oh mein Gott, mir geht hier sogar die Luft aus, oder? Nee, es hat sich nur wieder aufgeladen, okay. Geil. Wir können hier sogar sehr weit nach oben. So, Freunde. Um was auch immer hier abgeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich weiß, die heutige Folge etwas kürzer, aber ich finde es immer sehr, sehr, sehr geil, wenn wir quasi mal ein Kapitel pro Part machen. Und gerade immer in diesen Zwischenkapiteln, wenn wir immer nach Flipstadt zurückreisen und dann noch das nächste Kapitel so grob anfangen, da muss ich irgendwo so einen cleanen Cut setzen. Das heißt, beim nächsten Mal geht es mit Kapitel 3, 2 weiter. Ich hoffe, die Folge war trotzdem für euch in Ordnung. Ich meine, wir kommen ja auf fast 24 Minuten, also ich denke, das kann sich sehen lassen. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei Super Paper Mario. Unfassbarer Support kommt noch von Seon Kimura, Lord Ryoma und von Hyn Nicolas MP. Vielen Dank euch, dass ihr das alles hier unterstützt.